Die Fraktion erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Alice Weidel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, also wenn man der Rede der Bundeskanzlerin so zuhört, dann hat man das Gefühl, als ob es die Kanzlerin der SPD und der Grünen wäre und nicht der CDU. Was ist bloß aus der CDU geworden, sehr geehrte Damen und Herren? Und wenn man sich das Regierungsprogramm mal so durchliest, denkt man auch, es ist das Regierungsprogramm der SPD. Und wenn man der Regierung insgesamt so zuhört, dann denkt man, hier wird Politik nicht für Deutschland gemacht, sondern eigentlich primär für Macron und für Frankreich. Sie haben es selbst erwähnt, Frau Bundeskanzlerin, hinter uns liegt die längste Dauer einer Regierungsbildung in der Geschichte unseres Landes. Während nämlich immerhin 171 Tagen konnten wir das Schauspiel mit zuerst 4, dann 3 Parteien erleben, die mit widerrufenen Wahlversprechen und Postengezerre den verwunderten Wähler regierungs- und fassungslos zurückgelassen haben. Und nun erleben wir einen dritten Aufguss von Schwarz-Rot. Die Suppe wird immer dünner, die Qualität des Kabinetts immer schwächer, man muss es einfach so sagen. Und der Koalitionsvertrag ließ sich auch dieses Mal gewohnt unkonkret. Und auch die Entlastungen, die Sie angesprochen haben, sind vage und nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Insbesondere für das Rückgrat unserer Gesellschaft, nämlich die Familien. Sehr geehrte Bundeskanzlerin, und jeder spürt, das reicht einfach nicht. Und wenn man Ihnen auch zugehört hat, Zuwendung erhalten weniger die schon länger hier Lebenden und Einzahlenden, sondern die neu dazugekommenen, die demnächst Nachkommenden und die auch woanders Lebenden. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Unter dieses Motto haben Sie Ihre Koalition gestellt. Doch wie sieht es eigentlich in der Praxis aus? Ihr Verhalten gegenüber unseren europäischen Nachbarländern und Ihre erzwungene Zuwanderungspolitik führten bereits zu tiefen Verwerfungen innerhalb der europäischen Staatengemeinschaft. Auch bei vielen Bürgern in Deutschland stößt Ihr eigenmächtiges Handeln auf massive Ablehnung. Und Ihre Politik der Alternativlosigkeit lässt die Bürger zu Recht an den politischen Institutionen und damit an der Demokratie und den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit zweifeln. Und Frau Bundeskanzlerin, Sie sagen, wir schaffen das. Und ich frage Sie, schaffen Sie das eigentlich immer noch? Und Sie haben gesagt, dass die Koalitionäre aufgrund des Wahlergebnisses entsprechende Schlüsse ziehen. Sie wollen erkannt haben, dass die Bürger ein starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft, Sicherheit im Alltag, Bewahrung der kulturellen Identität und Stabilität haben. Ein schöner Schein, denn diese Aussagen werden unglaubwürdig, wenn man nämlich genauer hinschaut. Und dies wird insbesondere bei der verschwurbelten Aussage über die sogenannte Obergrenze an Zuwanderung ersichtlich. Es steht nämlich hier im Koalitionsvertrag, ich zitiere, dass die Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden. Maßnahmen, wie die ungeregelte Einwanderung eingedämmt werden kann, werden überhaupt nicht genannt. Und Martin Schulz, der ja an Ihrem Koalitionspapier mitverhandelt hat, hat es ohne Umschweife zugegeben. Wenn 260.000 Menschen oder mehr kommen, dann kommen eben mehr. Und selten war ein Politiker der Regierungsparteien ehrlicher, indem er zugegeben hat, dass es ihm eigentlich schlichtweg egal ist, was in einem Regierungsprogramm steht. Beim Kapitel Europa wird hingegen ganz unverhohlen formuliert, wir sind zu höheren Beiträgen Deutschland zum EU-Haushalt bereit. So heißt es auf Seite 9. Sie rufen genau. Was heißt das hier? Was heißt eigentlich wir? Die Bürger und Steuerzahler dieses Landes sind mit Sicherheit nicht dazu bereit. Und es ist nämlich ihr hart erarbeitetes Geld, das Schwarz-Rot nach Brüssel schicken will. Und letztlich bedeutet das nichts anderes,
die Koalition plant, die Kontrolle des deutschen Haushaltes nach Brüssel zu übertragen. Das Königsrecht eines jeden Parlamentes, die Budgethoheit, wird von der Union und von der SPD bereitwillig aufgegeben. Und das werden wir als AfD-Fraktion nicht widerspruchslos passieren lassen. Darauf können Sie sich verlassen. Und die europäische Schulden- und Haftungsunion wollen Sie nun endgültig manifestieren. Alle, wirklich alle vertraglich festgelegten Stabilitätskriterien von Maastricht sollen endgültig über Bord geworfen werden. Das Koalitionspapier sieht vor, dass der ESM, in dem sich mittlerweile eine Risikosumme in Höhe eines halben Bundeshaushaltes angesammelt hat, in einen dauerhaften europäischen Währungsfonds überführt wird, den EWF. Für Sie kein Problem. Einlagensicherungen sollen ohne vorherigen Abbau der Risiken in Italien oder anderen Problemländern europäisiert werden. Auch für Sie kein Problem. Die finanziellen Risiken für unser Land, für die Steuerzahler und Sparer sind unübersehbar. Und Sie sagen es dem Bürger und Steuerzahler nicht. Und wir verlangen, dass Sie ihm endlich die Wahrheit sagen. Und wir wissen es aus der jüngeren Vergangenheit. Die Abgeordneten von Union und SPD stimmen auch Gesetze zu, die offensichtlich verfassungswidrig sind. Ich erinnere hier nur an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. So, und im Koalitionsvertrag ist von einer neuen Dynamik und einem neuen Zusammenhalt in unserem Lande die Rede. So etwas erreicht man nur, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man den Bürgern das verloren gegangene Vertrauen zurückgibt. Sie haben es jedoch regelmäßig mit falschen Versprechen und Irreführung einfach missbraucht. Und die Alternative für Deutschland ist mit dem expliziten Auftrag in den Bundestag gewählt worden, den Bürgern dieses Landes wieder ihre Stimme zurückzugeben. Ich finde das super, wenn Sie sich aufregen. Ihre Politik der Alternativlosigkeit, und daran werden Sie sich messen lassen müssen, Ihre Politik der Alternativlosigkeit hat die Menschen an den politischen Institutionen zweifeln lassen. Und die AfD tritt dafür ein, dem Bürger, dem Souverän, mehr Selbstbestimmung zu übertragen. Direkte Demokratie in Form von Volksinitiativen und Referenden fördert die Mitgestaltung der Politik unseres Landes, sei es durch Initiativen aus der Bevölkerung heraus oder als Element, um Entscheidungen des Parlaments zu beeinflussen. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Denn durch direkte Demokratie werden Parlament und Regierung ihrer ersten Aufgabe, dem Staatsvolk zu dienen, noch stärker verpflichtet. Denn die direkte Demokratie ist auch immer eine Kontrollinstanz der Bürger gegenüber den politischen Entscheidungsträgern. Instrumente der direkten Demokratie lassen Staaten verantwortungsvoller mit dem Geld ihrer Bürger umgehen. Die Geldverschwendung und Staatsverschuldung fällt in Ländern mit hohem Demokratieanteil nämlich deutlich geringer aus. Und darum stehen wir für direkte Demokratie als Alternative für Deutschland. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster